hätte ein bisschen Schiss, dass das Ding irgendwie so ein bisschen runterfällt oder so. Stell mal vor, das Ding fällt runter an dir auf den Fuß. Das tut ja auch weh. Haben wir einen Spezialisten von Zeppelin geholt und gesagt, schau, das wollen wir machen, hast du eine Idee? Und der hat eine gute Idee, ja. So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal willkommen bei Baufrom 24 TV on Tour. Wir sind mal wieder für euch unterwegs im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental. Wir sind in der Nähe von Berlin, Königs Wusterhausen heißt der Ort. Wir besuchen heute ein Unternehmen, was Kältemittelanlagen produziert bzw. demnächst produzieren möchte. Und dafür bauen die gerade einen Produktionsstandort. Wie das Ganze funktioniert, wie die Maschinen da im Einsatz sind, wie so eine Halle gebaut wird, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. So Leute, angekommen auf der Baustelle. Wunderschönes Wetter, bisschen frisch, aber ich sag mal der Jahreszeit entsprechend. Safety first. Das heißt, ich setze mir mal wieder das Helmchen hier auf. Warnweste habe ich schon an. Sicherheitsschuhe auch. Schön mit Stahlkappe. Dann kann es losgehen. Ich habe noch nicht so einen Überblick. Wir gucken mal, wer hier verantwortlich ist. Das ist immer so ein bisschen die Kunst, wenn du auf eine Baustelle kommst. Dann musst du erstmal checken, wer wohl der Chef da ist. Das sind die Wandelemente. Siehst du da, ne? Die gibt es auch geschäumt. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Jetzt hebt er das Element. Und der Kollege oben wartet wahrscheinlich schon, wird das befestigen. Nur du siehst irgendwie, die sind ja komplett glatt. Ich vermute mal, das Gerät da oben dran ist irgendwie so ein Vakuumhebegerät oder sowas in der Art. Guck mal, jetzt siehst du das, ne? Das heißt, der hat seine Schutzen ausgefahren, kann komplett wie so ein Kran sich drehen. Ich hätte ein bisschen Schiss, dass das Ding irgendwie so ein bisschen runterfällt oder so. Stell mal vor, das Ding fällt runter an dir auf den Fuß. Das tut ja auch weh. Der macht offensichtlich mit der Zange, macht er das eine Element, passt er das jetzt noch ein bisschen an, dass das etwas enger anliegt. Du musst ja auch super genau da arbeiten, ne? Und jetzt körnt er irgendwie vor. Und dann verschraubt er das wahrscheinlich gleich auf den Träger dahinter. Nee, das sind so selbstbohrende Schrauben. Die hat die eingeschlagen, ein Stückchen. Und jetzt dreht er die fest. Hallo, darf ich mal kurz stören? Ja. Bist du der Chef hier? Ja, der quasi der Bauleiter. Ja. Was macht ihr hier? Was baut ihr hier? Wir bauen unsere eigene Produktion. Also wir bauen eine Stahlhalle. Wir haben unsere Fertigung in Mittenwalde, ATM-Behälterbau, die war schon zu klein ist. Das heißt, ihr baut eure eigene Produktion. Das heißt eigentlich baust du nicht den ganzen Tag Hallen? Also momentan Nein. Schon, aber eigentlich nicht. Ich bin zwar Maschinen- und Anlagenbauer, ich baue aber Behälter, Druckbehälter. Ja. Okay. Und ich mache meistens die Montagen für die Firma. Und weil wir das Know-how haben, bauen wir unsere Produktion selber auf. Ja. Meine andere Frage, seit wann seid ihr hier zugange? Weil es ist ja jetzt nicht erst seit vorgestern so. Ne? Also mit Stahl haben wir in Oktober angefangen. Und die Kollegen, also der Technikfahrer und ein Kollege, der was hier gerade arbeitet, die haben im Mai angefangen, also mit dem Boden, ja, auch in engen Regie. Boden, Fundamente gemacht, also alles hergerichtetes Grundstück. Ja. Das heißt, da waren Zeppelin-Rental-Maschinen dabei? Ja, da waren alle Zeppelin, die Bagger, die Dumper, ja, die Robben, die haben wir sie alle gemietet und das haben die zwei Kollegen gemacht. Habt ihr auch selbst gemacht? Alles selbst, alles in engen Regie. Ich kenne das so, Hausbau in Eigenleistung, Produktionsstätte in Eigenleistung ist auch... Ja, wollen Sie es nicht so, ich meine, das sind keine Amateure, ja. Der Kollege, der Dirk, war früher Baggerfahrer, ja. Ist Schloss, das sind 10 Jahre Schloss und Schweiß, einer unserer Besten, ja. Und jetzt ist er halt wieder in seinem Element, ja. Wir bauen uns unsere Arbeitsstätte selber wieder auf, ja. Das ist doch eigentlich lustig, ja, oder? Also von der unser Idee Chef her? Gibt uns die Möglichkeit, ja, dass wir unseren Arbeitsplatz selber gestalten, ja. Es ist ja schön, wir bauen in Deutschland wieder Produktion auf, ja. Cool. Also wenn es mit dem Behälter mal ein bisschen langweilig ist, zwischendurch mal eine Halle bauen, damit ein bisschen Schwung reinkommt. Ja, es passt in unser Geschäft, wenn wir bauen auch Stahlbau, also die Konsolen dazu, größere Sachen für unsere Behälter. Also ihr habt es schon drauf, gehe ich von aus. Ja. Sonst wird man das jetzt hier nicht einfach machen. Wir können das, ja. Das sieht relativ filigran aus und jetzt, guck mal, jetzt siehst du das ja, das funktioniert mit Vakuum, oder? Ja, das ist ein Vakuumsauger. Das sind Leihgeräte, ja, immer sowas haben wir nicht selber. Der Vakuumheber, der hebt die Platten, für uns, unsere Platten sind die längsten 12 Meter. Jetzt schaltet das Vakuum ein, der sorgt, wir brauchen keine Muskelkraft oder sonst irgendwas, wir können die Platten schön aufstellen, ja. Ziemlich sicher, schnell, wirtschaftlich, geht mit wenig Personal. Und eigentlich einfach, ne? Das wird einfach da eingehangen. Ja. An die Hakenflasche.
Und wenn das jetzt zieht, dann kippt es ja automatisch in die Notrecht. Mechanismus. Das kann man fixieren oder auch zum Drehen machen. Ja. So, jetzt hat er aufgehört zu piepen. Das jetzt heißt, hat er Vakuum gezogen. Der Piepser sagt nur, der Vakuum ist okay und wir dürfen heben. Ja. Okay. Und das funktioniert, ich sehe keinen Strom, irgendwas, da sehe ich ein Kabel, wahrscheinlich zum Aufladen, ist es mit Akku oder wie? Da wird am Abend aufgeladen, ist ein Akku drin, ja, und der geht mindestens den ganzen Tag zum Arbeiten. Also wir arbeiten 12 Stunden am Tag damit, ohne dass der Akku halb leer ist. Ja. Ihr habt ja die ganzen Geräte hier von Zeppelin Rental. Ja, das sind alle von Zeppelin. Wie viele habt ihr hier am Start? Na, wir haben momentan drei Scherenbühnen. Ja. Eine kleine vorne, zwei hier und zwei Meerlaut. Ein bisschen was größer ist. Das ist, glaube ich, ein roter. Und einen zum Transport, das brauchen wir momentan. Ja. Und die sind immer so getaktet, dass der eine hier quasi so ein bisschen Ordnung macht, das anliefert, guckt, dass das alles so steht, da wo es hin soll. Und der hier hauptsächlich wirklich nur mit dem Vakuumheber oder? Ja, nein, normal macht man sowas. Ja. So Hallenbau, da hat man einen Autokran mit einem Mann. Ich, ja. Aber wir müssen flexibel sein. Wenn ich jetzt einen Kran hier hätte, einen 100-Tonnen-Kran, was ich hier brauchen würde, wegen der Höhe und der Auslage, dann steht mir der Kranfahrer. Ja. Das sind Kosten für uns. Ja, 100-Tonnen-Kran kostet ja auch nicht unerheblich. Ne? Ja, ich würde sagen, 1000 Euro am Tag. Ja. Wahnsinn. Und mit diesem Gerät von Zeppelin kann ich zwischendurch, wenn ich jetzt keine Platten heben kann, wenn der Wind zu stark ist, was anderes machen. Also ich kann umlagernde Platten vorbereiten. Ja. Also das ist für uns das Optimale. Ja. Und ich kann alles machen wie mit einem Autogramm. Ja. Wie lief das ab? Weil normalerweise würdest du ja vielleicht dann auch wirklich sagen, okay, ich will eine Halle bauen, brauche ich einen Autokran. So wie man das normalerweise eben macht. Wie kam das zustande mit Zeppelin Rental? Naja, immer, es gibt ja viele Anbieter. Zeppelin ist hier in der Nähe. Und der Zeppelin, glaube ich, war der was uns am meisten beraten hat. Ja? Weil wenn wir jetzt ein Problem haben, die Maschine ist zu klein oder zu groß, kommt der Chef von Zeppelin, wir rufen ihn an, nächsten Tag ist ein Mann hier, tauscht uns das aus, ja? Oder bereitet uns. Wir haben das einfach gemacht. Wir sind Techniker, haben einen Spezialisten von Zeppelin geholt und haben gesagt, schau, das wollen wir machen, hast du eine Idee? Und der hat eine gute Idee. Ja? Ja. Und hat uns das gebracht. Ja, ja, cool. Jetzt tauschen wir am größeren fürs Dach, die Wände. Der geht, glaube ich, 25 Meter. Der ist für die Wände okay. Ja. Und fürs Dach brauchen wir einen, der was nach 30 Meter ausreicht. Hat uns der schon organisiert, wird diese Woche getauscht. Ja. Das da oben ist ja so eine Gitterspitze. Ja. Die ist auch zusätzlich, ne? Die ist extra. Die hat oben eine Seilwinde. Ja. Kann wie viel heben? Weißt du das? 600 Kilo, glaube ich. Was wiegt denn hier so ein Wandpanel? Circa 300 Kilo, ja. Aber durch das, weil sie ein bisschen mit Wasser angesogen sind, sind oft 40 Kilo mehr, was wir gewogen haben mit dem Merlo. Wir haben eine Waage im Merlo. Ja. Ich habe vorhin gesehen, hier ist als Dämmung ist das Steinwolle drin. Rockwolle, ne? Ja. 150er Rockwolle. Das ist praktisch der Brandschutz. Ja. Gibt es vielleicht mal die Möglichkeit, dass wir uns mal oben auf der Scherenbühne mal... Muss euch nur eine Sicherheitsausrichtung geben, dann dürft ihr drauf. Ja. Okay, dann lasst es mal hoch. Ich möchte mir das mal oben angucken. Alleine, was du mit so einer Bühne für eine Flexibilität hast. Ja, ne? Du kannst ja super arbeiten. Ja. Wir haben mit den Bühnen, ja, die fetten alle, was das sind, die sind ein paar hundert. Ja? Ja. Der hat eine ungefähr 80 Kilo. Ja? Ja. Wir haben sie mit Merlo raufgelegt auf die Halle und dann auf jeder Bühne sind drei Leute. Okay, so und dann verschraubt ihr die. Und dann haben wir es hier oben, praktisch in der Höhe, wo die Fäden liegen, haben wir es verschraubt. Ja? So, was macht er jetzt? Das sind selbstschneidende Schrauben oder was? Das heißt, er macht die einmal mit dem Hammer rein und dann geht er gleich mit dem Akkuschrauber. Ja, dann setzt er mit dem Akkuschrauber und muss durch die Fette hinten durchschrauben. Ja. Jetzt setzt er es noch auf und jetzt schraubt er mit dem Akkuschrauber durch. Der schraubt durch die Fette, deshalb selbstbohrend. Ja. Jetzt schneidet er praktisch hinten das Loch rein. Ja, das hört man, ja. Und jetzt sitzt er. Das geht ja eigentlich super einfach. Ne? Ja. Wie viele Elemente schafft ihr so am Tag? Das Beste waren 33, was wir am Tag geschafft haben. 33 Stück. Ja. Also rund drei die Stunde? In der Stunde schafft man oft mehr, aber es ist halt immer in der Früh das Wetter, ja, oder wenn es nicht hundertprozentig passt. Ja. Manchmal schaffen wir in der Stunde 5-6 Stück, ja, und dann brauchen wir für eines fast eine Stunde, ja, weil wir es nachrichten müssen. Ja. Und wir müssen, wenn Folien abziehen, wenn Sie schauen,
Das sind vier Mann, wo es die Platten immer umdrehen müssen. Das heißt, die Jungs da unten, die machen den ganzen Tag im Prinzip die Vorbereitung für euch. Ja. Die ziehen die Folie ab, drehen das richtig, dass dann der... Ja, aber dann ist es ja noch nicht hier. Dann bringt der andere das mit der Stabmagabel erstmal da vorne. Das her, legt uns das kurz her und wir dann es montieren. Das heißt, die Merlos laufen bei euch wirklich den ganzen Tag. Ja. Ich finde das ja auch echt krass und echt eine clevere Lösung, dass das Ding wirklich autark ist mit den Batterien, mit den Akkus. Ne? Ja. Der ist, wie gesagt, am Abend war der noch nicht unter 50%, ja? Sondern um 17 Uhr hat er immer noch 50%. Und ich sehe da 1 und 2. Heißt das, der hat zwei Kreise, hat wie eine Bremse beim Auto? Zwei Kreisläufe. Ja. Also das ist eine Sicherheit. Die Schläuche sind immer über Kreuz angelegt. Also wenn ein System ausfällt, sind immer noch zwei praktisch auf jeder Seite was halten. Ja. Also wie gesagt, wir haben jetzt fast 300 Platten montiert. Und keine einzige ist uns aufgegangen. Ja. Was findest du cool an deinem Job? Das sind wir wie Kinder, die Technik alleine. Ja, und das, was wir schaffen mit den paar Leuten. Ja. Und wir schaffen das für uns. Ja. Das ist unser Arbeitsplatz. Du bist wie ein kleines Kind, du kannst immer so was spielen. Ja. Das ist irgendwie keine Arbeit, das ist eine Spielerei. Ja. Spielerei. Ja, und das Team, die Mannschaft muss passen. Ja. Und wichtig ist die Arbeit, wenn sie Spaß macht, ist das ja keine Arbeit, das ist ein Vergnügen. Ja. Ja, liebe Leute, das war jetzt auch schon mein kleiner Bericht hier von dem Hallenbau. Ich fand es super interessant, vor allen Dingen fand ich cool, wie die Jungs hier mit einem eigenen Konzept mit relativ kleinen Maschinen statt einem großen Autokran hier die Halle mal eben so hochziehen und wirklich da total happy sind, offensichtlich. Ich lasse den Leo jetzt und seine Kollegen noch ein bisschen arbeiten, dass die noch hier einen ordentlichen Schnitt heute schaffen. Für mich geht es auch schon wieder weiter. Wir werden uns demnächst in Bayreuth sehen. Da sind die Wagner-Festspiele. Da wird auch so ein bisschen gebaut, auch mit Zeppelin Rental. Ich würde sagen, wir sehen uns. Eure Meinung, eure Fragen, Kommentare zu diesem Report bitte mal wieder unter das Video. Und bleibt dran. Bis dann und tschüss.